Xator, König des Waldes. So, Leute, anvisieren, werfen und ausweichen, alles in einem. Aber erstmal, Leute, ich bin's, euer Horst. Kämpfe gegen Könige. Wenn du gegen Könige oder Königinnen kämpfst, musst du sie mit Ruhegaben, Klößen oder was auch immer treffen, um ihre Wutliste zu verringern. Ist diese vollständig geleert, gewinnst du den Kampf, denn dann ist es nicht mehr wütend. Dann bleibt's nur noch hässlich. Stimmt, Backer. Bleibt hässlich, ja. Sollte sich im Kampf gegen die Königin und Königin eine günstige Gelegenheit ergeben, kannst du versuchen, sie mit deinen Pokémon gegen sie zu kämpfen. Gehst du siegreich aus diesem Kampf hervor, wird der König oder die Königin Wehrlos und Ruhegam entfalten. Eine größere Wirkung. So, danke fürs Anfeuern. Jetzt wird's lustig. So, ich bin bereit. Geht los. Wah! Was macht denn der? Huch. Nein! Baum. Unfair. Nein! Ich will raus. Na komm. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich glaube nicht doll. Aber so ein bisschen. So, hier, bitte. Ich soll ja mal kämpfen, ne? Der Otter schafft's. Aber da bin ich echt enttäuscht. Die hätten alle... Aua. Autsch. Alle Möglichkeiten gestalten das Viech aber nur mit Dreiecken und Kegeln. Was soll der Quatsch? Ja, auch... Du hast ja gesehen, wie spannend der Kampf gerade ist. Hin und her hüpfen. So, also. Wir hauen mal rauf. Ich glaube, meine Pokémons werden es nicht überleben, aber... Oh, er kann noch mal. Nein, fliehen nicht. Warte. Ah, effektiv. Okay. Ja, na dann. Komm. Otti. Und mehr als zwei Farben sind auch nicht drin. Stimmt. Guck mal. Unser kleiner. Ja gut. Der hält nicht viel aus. Dann hau mal mit allem rauf, was du kannst. Er kippt gleich um, aber ich muss einfach mal kämpfen, ne? Also weil... Wir gucken mal. Gesagt, ich sehe gar nicht. Chip wurde besiegt, der ist okay. Kleini, ach nein. Brain muss ran. Unser Brainy. Unser Brain. Okay. So, jetzt aber. Sehr effektiv. Tempo bringt's nicht. Ja gut, na dann los. Walze. Ich sehe den Lebensbalken von dem Viech gar nicht. Was? Okay. Ich werf mal. Okay. Aua! Ah! Ich wollte noch weg. Thank you.
Warum hat er die Anvisierung verloren? Wahrscheinlich, weil ich zu weit weg war. Ich mach's anders. Komm. Okay, ich glaube, ich hab's. Oh, es wird braun. Wow. Aber Levelaufstieg. Yeah. Alle haben es irgendwie überlebt, glaube ich. Naja, bis auf einer. Ja. Ich erhalte die Käfertafel von Axanthor. Dieser Stein, da wohnt die Energie des Typs Käfers inne. Wird sie auf einen bestimmten Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Käfer. Ja, danke. Tschüss, mach's gut. Ich hab dich gerne besänftigt. Ja, jetzt hat es 3 Farben, stimmt. Was war das denn? Das Licht um Axanthors Körper ist verschwunden. Ist der König des Waldes damit endlich besänftigt? War also wirklich dieser seltsame Blitz der Ursprung von Axanthors unnatürlicher Macht? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Das wäre zumindest die naheliegendste Erklärung. Neulich kamen unerklärliche Blitze aus dem Riss im Himmel geschossen. Vielleicht ist Axanthor wirklich so in Rage geraten, weil es von einem dieser Blitze getroffen wurde. Ein Blitz aus dem Riss im Raum Zeitgefüge soll ihm diese Kraft verliehen haben? Wie ist das möglich? Aber das ehrwürdige Sinnoh weilt doch jenseits des Risses. Würde das nicht bedeuten, dass die seltsamen Blitze von ihm stammen? Dann hätten wir es nicht besänftigen dürfen. Und ich, naiver Trotte, habe fröhlich dabei geholfen, die Ruhegaben herzuschalten. Beruhig dich, Topin. Axanthor, der König des Waldes, hat den Perl-Clan stets vor Pokémon beschützt, die uns angreifen wollten. Wenn diese Kräfte wirklich vom echten, ehrwürdigen Sinnoh stammen würden, hätte es dann wohl wahllos Menschen und Pokémon attackiert? Das, was Clara getan hat, war richtig und notwendig. So sehe ich das. Glücklicherweise konnten wir dieses Problem ohne weitere Konflikte zwischen uns, dem Diamantenclan und der Galaktik-Expedition lösen. Vielen Dank. Solltest du wieder einem Pokémon begegnen, das unter dieser quälenden Rage leidet, hilf ihm bitte ebenso. Na schön, das ergibt Sinn. Da war ich wohl auf der falschen Fährte. Ich habe aber nochmal ganz kräftig drüber nachgedacht und damit ist alles wieder gut. Jedenfalls möchte ich dir meinen Dank aussprechen. Danke. Hier, das ist ein Dankeschön vom Perl-Clan und außerdem eine Entschuldigung für meine unhöflichen Worte. Ich bin dir wirklich, wirklich dankbar. 3 Beeren. Ich kriege von ihr 3 Beeren. Aber wenigstens 50% des Maximalwertes, cool. Lass mich deine Pokémon heilen, immerhin haben sie für uns gekämpft. Danke sehr. Ich glaube dir jetzt, dass du vom Himmel gefallen bist, obwohl ich mir keinen Reim darauf machen kann, warum es passiert ist. Gut, dass wir diese Gefahr gebannt haben, aber jetzt mal ganz unter uns. Ich würde Axanthor gerne noch einmal so in Rage sehen. Bei so viel Macht kriegt man doch Gänsehaut. Oh, das war so cool. So, eure ehrliche Meinung zu diesem wundertollen Superkampf gerade. Ich würde gerne eure Meinung wissen. Also, meine, sage ich danach. Ich danke übrigens Pokémon Channel für das große Jahr und so weiter. Also, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, und die gleiche Animation wie alle anderen Attacken dachte ich auch, als ich das vorhin gesehen habe. Wurdest wieder enttäuscht. Ja, so ging es mir auch, dass ich so dachte, naja. Also, das ist jetzt einer der großen Götter des Waldes gewesen. Warum habe ich denn hier einen Otter? Na gut. So, also ich sag mal so, der Kampf, ich weiß nicht, ob man es gesehen habe, ich fand ihn hakelig. Er steuerte sich hakelig. Also, ich glaube, beim Zusehen sah man es nicht,
Aber ich hatte den Eindruck, wenn ich auf Ausweichen geklickt habe, dass es so einen ganz leichten Versatz gab mit dem Ausweichen. Und bedauerlicherweise war das nicht das Einzige. Das andere war, dass die Kamera nicht fixiert blieb. Wenn der an einem vorbeigelaufen ist und man praktisch ausgewichen ist, dann löste sich die Fixierung und man musste die Kamera per Hand drehen. Das fand ich auch nicht so gut gelöst, muss ich mal sagen. Und wenn man zu weit wegging, das ist aber das Problem in dem gesamten Programm, wenn ich ehrlich bin, dann löst sich wieso hier diese Anvisiergeschichte. Also das müsste ein Stückchen weiter entfernt funktionieren für mein Empfinden. Aber gut, wer bin ich schon? Dafür funktioniert das hier. Ja. Und die Optik erinnert mich wirklich so ein bisschen an Breath of the Wild. Muss ich leider so sagen. Gut, dann gehen wir mal Bericht erstatten, würde ich sagen. Ich habe übrigens gelesen, die meisten Leute machen das so ähnlich wie ich hier. Die sammeln nur Pokémon und werfen alles ab und farmen wie wild. Die machen gar nicht die Hauptstory. Aber die Welt ist auch sehr tot. Ja. Das ist übrigens etwas, was ich sagen muss. Das erinnert mich halt wirklich an Breath of the Wild. Da ist es aber Absicht, da wird es auch erklärt, dass das so ist. Weil da wurde ja alles Leben durch die große Verheerung Ganons vernichtet. Und hier ist es aber irgendwie unlogisch. Ne? Also nur mal so. Finde ich ein bisschen komisch. Aber ja, das Programm wirkt leider ziemlich steril und karg. Das muss man mal so sagen. Das hätten sie ein Stückchen besser machen können, dann wäre alles gut. Aber naja, ist halt leider so. Okay, wir haben ein neues Viech. Und ich weiß auch nicht, wie weit man leveln müsste, damit das alles hier ganz gut funktioniert. Achso, ich werfe hier gerade das Falsche. So, wir sind eigentlich die Entwickler des Spiels. Gute Frage. Ey, wir können ja lächeln. Habt ihr das gesehen? Wir lächeln auch mal. Gute Frage. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf gar nicht. Ich weiß es wirklich gar nicht. Also wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne mal reinschreiben. Ich habe nur gelesen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Das war so in dem Testbericht im Nebensatz irgendwie. Ende des Jahres soll ein neuer Pokémon kommen? Ich weiß es wie gesagt nicht. Wie ich sehe, hast du 3 Pokémon gefangen. Bitte erstatte mir Bericht. Jo, ja. Dafür bin ich ja da. So, sind wir jetzt Level 2 des Expeditionstrupps. Du hast, scheinst mit der Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Hier, faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Danke sehr. Aha. Und, jetzt spannend. Level 2, 2-Sterne-Mitglied. Wir sind befördert. Na, endlich. Was für eine tolle, ein tolles Ergebnis. Dadurch wird sicher dein Mitgliedsrang steigen. Das solltest du der Kommandantin berichten. Impressive. Du hast also tatsächlich Axanthor den König des Waldes besänftigt, Kehrensdorf zurück und statte den Boku Bericht. Machen wir. Dieses Licht, das gen Himmel verschwunden ist. Du hast den König also besänftigt, habe ich recht? Oh, was sehe ich denn da? Kann es wirklich sein? Ist das etwa eine Tafel? Dürfte ich sie mal etwas näher ansehen? Darauf sind Worte eingeritzt. Dort, wo das Universum geboren wurde, steht auch seine Wiege. Er scheint ein Teil einer Legende zu sein. Wo hast du sie her? Aha. So, eine Tafel hast du also von Damytir bekommen, als es dich für würdig befunden hat, und eine andere von Axanthor, nachdem du es besänftigt hast. Oh, das bringt mein Blut in Wallung. Ich vermute, dass weitere dieser Tafeln in ganz Hisui verstreut sind. Wenn wir sie alle finden und das Rätsel ihrer Inschrift lösen, könnte uns das womöglich zu einer großen Entdeckung führen. Ach, nichts weckt meine Neugier mehr als die Mythen und Rätsel der Vergangenheit. Da zeigt sich der wahre Reiz des Lebens. Aber wie dem auch sei, die Pflicht ruft. Bis dann. So,
Was hast du geschrieben, Bakker? Also ein Pokémon-Spiel als Triple-E-Spiel wäre vielleicht echt cool, aber einfach sowas wie das hier muss eher nicht sein. Weißt du, Bakker, dass das Witzige ist, das ist ein Triple-A. Wir spielen hier gerade, glaube ich, Triple-A. Das ist nicht Indie. Die Pokémon-Reihe, das ist eine der weltweit finanzstärksten Marken überhaupt. Ja? Und du kannst davon ausgehen, dass die Entwickler Geld hatten. Richtig Geld. Auch wenn es ein Nebenentwickler sein sollte, was ich jetzt aus dem Kopf nicht weiß, haben die Geld gehabt. Sonst könnten die das gar nicht entwickeln und dürften es auch nicht entwickeln. Also deswegen, das Ups trifft es. Es sieht nämlich... Ja, und dann kommt sowas bei raus. Ja, das ist das Problem dran. Das haben so viele... Darf man das schreiben? Naja, ich sag mal so, es ist berechtigt. Ja, ist okay, dass du es geschrieben hast. Aber es ist wirklich so, dass ich denke, okay, sie hatten Geld, sie hatten die Möglichkeiten und sie haben vor allem auch die technischen Möglichkeiten. Also, wer jetzt sagt, das geht irgendwie mit der Switch nicht, der... Ich weiß nicht. Passt mal auf. Also, ich muss ja heute wieder so kürzer machen. Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr muss ich leider beenden. Ich mache jetzt, ich gebe das hier ab, lass mich im Rang noch befördern und dann war es das mit Pokémon. Aber wir reden noch ein bisschen, ja? Also keine Sorge, wir machen noch ein bisschen, ja? Also nur mal so, damit ihr den Plan wisst. So, ich gehe mal kurz mich befördern und sag mal Hallo. Unsere Pokémon-Forschung würde stillstehen, solltest du außer Gefecht gesetzt werden. Das möchte ich vermeiden und du wirst sicher auch weiterhin Unterkunft und Verpflegung bereitgestellt bekommen. Lass mich deinen Pokédex sehen. Hier, bitte sehr. Oh. Ich erkenne deinen Fortschritt an, damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Hier, bitte sehr. Sie sind jetzt 2-Sterne-Rekrut. Geht doch. Es geht voran, erstaunlicherweise. Du bist nun offiziell ein 2-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Ich kann jetzt Federbälle einsetzen. Ab sofort werden dir Pokémon bis Level 30 im Kampf gehorchen und zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte größer aus. Wir kriegen also wahrscheinlich etwas mehr XP. Das hier solltest du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Bitte sehr. Damit du auch Federbälle herstellen kannst. Und Supertränke. Auch sehr schön. Du musst den Pokédex weiter vervollständigen, wenn du im Rang aufsteigen möchtest. Also immer noch alles sammeln, was es gibt. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz oben noch abgeben. Achso, ich muss noch eine Etage höher. Der stand ja ganz oben. Der Expeditionsleiter oder Sicherheitschef oder was der hier war. Ja, Vorrang Arbeit! Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage verfallene Axanthor besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl du für uns bloß eine Fremde bist, die vom Himmel gefallen kam, hast du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewisses Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist es damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch andere Gebiete Hisuis Könige und Königinnen in Rage geraten. Deshalb musst du auch weiterhin Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch nun genug geredet, die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Du solltest dich ihnen anschließen. Guten Appetit! Wir sehen übrigens, wie viele übrigens hier für dieses Team Galaktik arbeiten. Ja, das ist ein Professor, der Junge und die Chefin und der Oberste. Mehr arbeiten dafür gar nicht. Ja, also das ist ein tolles Team. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffelmoschi, Mubeshi. 3 Portionen sind keine und keine weniger. Wenn du sonst noch was Leckeres in der Küche zusammenzauberst, bring es gleich mit. Deine Eskapaden sind hier in aller Munde. Du kannst von Glück reden, dass du den Kampf gegen Axanthor unversehrt überstanden hast, trotz der blauen Flecken, die du hast. Unsinn, Clara war gut vorbereitet. Ich habe sie auch gebrieft. Außerdem bin ich mir sicher, dass sie während des Kampfes immer gut auf Axanthors Bewegung geachtet hat. Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ergebnis sorgfältiger vorbereiteter Anstrengungen. Dank Clara haben wir jetzt keine Sorge weniger, wenn wir im Grasland unsere Mission erledigen. Apropos, hier, diese Anleitung habe ich von Mibushi. Damit kannst du dich noch besser gegen Gefahren schützen. Eine Rauchkugel, danke sehr. Yes, wir müssen nicht mehr befürchten, von Axanthor angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian-Grasland leben. Mhm.
und wir gehen jetzt nach Hause. Clara? Ich habe auf dich gewartet. Mein Name ist Jula. Ich möchte dir etwas ganz Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Vertrauenserweckend. Das bleibt bitte unter uns, ja? Das Unheil geht in Hisui um. Hunderte Jahre ist es her, da wurde ein gewisser Unruhestifter für seine Missetaten versiegelt. Doch aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nun gebrochen worden. Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, setze das zerbrochene Siegel wieder in Stand. Was muss ich denn tun? Oh, ich danke dir. Du glaubst mir, nicht wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diesen Spiritkern hier. Pass gut darauf auf. Ich halte den Spiritkern. Mit diesem rätselhaften Stein kann man violett leuchtende Geisterlichter einsammeln. Die ehemals versiegelten Geisterlichter sind über ganz Hisui verteilt. Es sind übrigens 107 an der Zahl. Und mit dem Spiritkern lassen sie sich wieder einsammeln. Klar, mache ich ja auch. Noch eine Grinding-Aufgabe. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du den Spiritkern dabei hast, kannst du sie sehen. Ich weiß, dass ich damit viel verlange, aber bitte versuche, sie alle einzusammeln. Hier irgendwo in der Nähe sollte eins der Geisterlichter sein, damit könntest du anfangen. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Okay, das mache ich noch schnell. Moment, Moment, Moment. Ich renne mal ganz schnell hin. Da ist ja eins. Bevor es verschwindet. Berühren. Ah. Hui. Jetzt ist es in uns. Ist das gesund, gut? Keine Ahnung. Hast du gesehen, wie es vom Spiritkern eingesogen wurde? Ach so, Gott sei Dank wurde es vom Kern eingesogen und nicht in uns rein. Es scheint, dass ich diese Aufgabe der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du wissen möchtest, wo du als nächstes suchen solltest, frag mich einfach. Oh, und als Dankeschön für deine Mühen werde ich dir eine tolle Belohnung geben. Ich warte hier auf dich, Clara. Es will gehören. Ja, das hatte ich auch spontan gedacht, als das so in mich reinflog, so unter dem Motto, werden wir jetzt von Geistern übernommen? Am nächsten Tag. Wow, der Friseursalon der Galaktik-Explosion ist echt schick. Hui. Hey Duda, du bist Clara, richtig? Du warst es doch, die den ehrwürdigen König des Waldes Axanthor wieder beruhigt hat. Kann sein. Ich schütte meinen Kopf. Wer ist denn das? Du bist eine kleine Berühmtheit, also brauchst du gar nicht versuchen, dich herauszureden. Einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du dich so furchtlos einem der Pokémon entgegengestellt, die dem ehrwürdigen Sinnoh nahestehen. Ach, ich heiße übrigens Hinatsu. Ich bin eine Wächterin des Diamantclans und leidenschaftliche Friseurin. Freut mich, dich kennenzulernen. Jetzt musst du mich leider entschuldigen. Ich bin mit Denboku verabredet. Bis dann, mach's gut. Sie ist in der Zwickmühle, okay. Okay. Gut, so, wie gesagt, das war das, was ich heute jetzt machen wollte. Da bin ich wieder. Und okay, Bakker, du hast aktualisiert. Ich gebe kurz zu bedenken, ich hatte auch kurz 1000 Frame-Loses. Also es kann sein, dass deswegen ein kleiner Delay entstanden ist. Der sollte aber nicht so schlimm sein. Und nach einer Aktualisierung ist der meistens wieder weg. Auch momentan verliere ich keine Bilder hier. Ja, also es war irgendwie so ein Peak, wo er mal wieder ein bisschen was verloren hat. Taucht manchmal auf. Ja, so, aber das soll's für heute von Pokémon gewesen sein. Ich mache ein Speichern und beende dann das Spiel. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä, Moment doch mal, er hat doch gerade gesagt, er macht eine Pause von Pokémon. Ja, mache ich auch. Die Folge ist auch gleich zu Ende, keine Sorge. Ich wollte nur noch mal was kurz loswerden und der ein oder andere von euch wird es schon erraten haben anhand des Folgentitels. Ja, das hier war vorerst die letzte Folge von Pokémon
Legenden, ich wollte Legend sagen, also Pokémon Legenden Arceus, wie auch immer man das Viech ausspricht, das hat einige Gründe, ich glaube, die sind großteilig auch schon während meines Spielens deutlich geworden. Irgendwie fängt mich das Programm nicht so richtig ein, es catcht mich nicht so, wie ich es gedacht habe. Ich finde, die Atmosphäre des Programms ist, ja, ich sag jetzt mal ganz anders als alle anderen Pokémons. Und mir geht's hier so wie mit Pokémon Let's Go Pikachu-Evoli. Mit dem Teil bin ich auch nicht warm geworden. Und so ist es hier auch. Wie gesagt, hat mehrere Gründe. Grafisch, gut, das ist der eine Part, sehr rudimentär halt. Und ich habe es ja schon irgendwann mal gesagt, im Handheld-Modus besser als im Fernsehen-Modus. Aber trotzdem kahl, leer, irgendwie ein bisschen steril ist die Welt halt. Aber das ist nicht das eine. Über die Grafik könnte ich sogar hinwegsehen, wenn dann das Gameplay spaßig ist. Und das ist es für mich leider auf Dauer eben nicht, weil es besteht aus Sammel sehr, sehr viele Pokémon. Und ich möchte halt eine Welt erleben, durch die Welt reisen, eine Geschichte gut erleben. Gut, eine Geschichte ist drin. Aber dieses Grinding-System, das catcht mich nicht. Das ist nicht das, was ich sozusagen als spaßig empfinde. Und das summiert sich dann, ne? Zusammen mit einer etwas hakeligen Steuerung, muss man auch sagen. Die kam jetzt in dem Bosskampf, den wir letztens gemacht haben, sehr gut rüber. Zumindest für mich, für euch wahrscheinlich nicht beim Zusehen. Aber ich habe doch gemerkt, dass da die Framerate im Programm sehr gelitten hat. Ist im Prinzip nicht weiter schlimm. Man hat es ja auch geschafft und funktioniert ja auch, aber irgendwie die Summe aller Teile macht es dann aus, dass ich sage, das ist irgendwie nicht wirklich mein Spiel. Und es macht ein bisschen Spaß. Ich denke, es macht auch mehr Spaß, wenn man es mal so zwischendrin zum Abschalten spielen will, so ein bisschen wie Animal Crossing als Beispiel. Aber wenn ich sozusagen hier euch das präsentieren will, das macht mir dann auf Dauer doch nicht so viel Spaß. Es ist sehr, sehr textlastig, das haben wir ja auch festgestellt. Gefühlt mehr Text als Spiel. Aus meiner Sicht, also ich habe viel mehr gelesen, als ich dachte, obwohl ich schon in Pokémon durch eine Perle viel gelesen habe, aber wie gesagt, also irgendwie das Gesamtpaket ist es. Ja, also das Gesamtpaket ist aus meiner Sicht nicht ganz rund. Dem Programm hätte es gut getan, auch performanztechnisch, glaube ich, hätte man noch ein bisschen dran gearbeitet, so circa, ja, ich weiß nicht, wie lange da man gebraucht hätte, ein Jahr oder sowas, dann wäre, glaube ich, was wesentlich Besseres und Runderes rausgekommen. Vielleicht hätte man dann die Vegetation nochmal ein bisschen überarbeiten können oder was auch immer. Aber wie gesagt, die Grafik alleine ist es nicht, was mich sozusagen jetzt so, ja, ich sag jetzt mal, demotiviert, das Spiel weiterzuspielen, weil ich habe wirklich keine Lust, es längere Zeit noch zu spielen. Vielleicht spiele ich es privat weiter, aber hier während Twitch-Übertragung oder auch im YouTube-Format werde ich es, glaube ich, nicht mehr spielen. Also, wie gesagt, rechnet nicht damit, dass noch eine Folge kommt. Das hier ist sozusagen die letzte Folge gewesen. Und ich glaube, als Einblick, wie das Spiel so ist, sind 15 Folgen auch genug, ne? Also, wir haben ja ein bisschen was gesehen und die Story haben wir in den Anfang gesehen. Ich vermute mal, das geht dann weiter, bis man eben irgendwie alle Bosse besänftigt hat und dann ist wieder Friede vor der Eierkuchen und dann soll man den Pokédex weiter vervollständigen. Das Spielchen kennt man ja. Also ich glaube nicht, dass das storytechnisch noch extrem abdreht, ist aber auch nicht weiter schlimm. Wie gesagt, vielleicht werde ich mir mal irgendwann den Spaß machen, wenn mir total langweilig ist, sozusagen nebenbei das weiterzuspielen privat, so ein bisschen wie Animal Crossing als Beruhigungsspiel in Anführungszeichen, weil einfach nur durch die Gegend gehen, Pokémon fangen, das hat schon was Meditatives, Beruhigendes. Ja, aber ist halt, ich sag jetzt mal hier im Rahmen des Let's Plays oder Twitch-Systems nicht wirklich das, was, ja, spannend ist. Also, für mich nicht. Und ich muss ja das Ganze euch präsentieren. Und deswegen mache ich es jetzt kurz. Wir haben ja noch ein Pokémon auf YouTube, wir haben es bei Twitch komplett durchgespielt, das verrate ich jetzt schon mal, wir haben es komplett durchgespielt auf Twitch, deswegen, das hier war sozusagen das nachfolgende Spiel zu Pokémon Leuchtende Perle, aber alle Folgen dazu kommen noch hintereinander geschnitten, wie gesagt, auf YouTube und da haben wir noch, das läuft noch ein bisschen, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, laufen noch sehr viele Folgen Pokémon Leuchtende Perle bei mir hier auf dem Kanal. Also mit Pokémon sind wir im Prinzip versorgt und mir hat die Leuchtende Perle wesentlich mehr Spaß gemacht als dieser Teil hier. Und ja,
Was jetzt danach hier kommt, kann ich noch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob gleich im Anschluss sozusagen am morgigen Tag irgendwas Neues hier auf dem Let's Play-Kanal kommt. Also ja, Pokémon Leuchtende Perle schon. Und zwischendrin kommen auch noch ein paar Videos zu den Klemmbausteinsets von Bluebricks. Die habe ich auch schon soweit veröffentlicht bzw. fertig gemacht. Aber was jetzt hier auf dem Kanal-Slot sozusagen als zweites Let's Play kommt, das kann ich noch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob sofort eins dahinter kommt. Also lasst euch überraschen, was ihr dann hier sehen werdet. Und ja, wenn ihr das Spiel selbst spielt und Spaß dran habt, freut euch dran. Ich will niemandem das Spiel schlecht reden. Ja, es ist bloß für mich nichts. Ja, damit das nochmal klar ist, für mich ist es irgendwie nichts. Und wenn es euch Spaß macht, genießt das Spiel, spielt es und habt Spaß. Ne? Spiele sind dazu da, Spaß zu haben. Und deswegen, das werdet ihr auch sicherlich haben. Ja, und in diesem Zusammenhang sage ich jetzt einfach, ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke euch, dass ihr diesen Ersteindruck von Pokémon Legenden Arceus mitgemacht habt. Wie gesagt, sollte noch mal jemals eine Folge zu dem Ding kommen, seht's als Bonus, freut euch drüber, aber rechnet nicht damit. Und damit wisst ihr sozusagen, dass das jetzt hier die letzte Folge war. Und ich bin raus, ich verabschiede mich. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Ich grüße noch mal vom Horst aus dem Off, der war ja auch hier gelegentlich. Auch der ist raus. Tja. Und das war's dann mit Pokémon Legenden Arceus. Dann bis demnächst, entweder bei Twitch oder in einem anderen Let's Play. Macht's gut. Tschüss.